Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Alliierten Remastered. Ganz genau, und ja, kommt jetzt direkt ein Racer draußen angefahren. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in dieser Mission. Ich muss eine Sache sagen, und zwar, ich habe diese Mission nochmal neu gestartet, Leute. Was ich anders gemacht habe, ist, wir sehen hier, der kommt mit ein paar Mannequin, aber was ich gemacht habe, ist, seht ihr das hier? Ich habe den Radar platt gemacht von dem. Von dem Russen, ganz genau. Und in der Einsatzbesprechung stand nämlich, sobald die Verstärkung eingetroffen ist, zerstören sie die sowjetische Radarstation, um deren Nachschubwege zu unterbrechen. Ganz genau, Leute, das habe ich nämlich gemacht. Und seitdem kommen hier nicht mehr diese Panzer die ganze Zeit an. Keine Tesla-Panzer, keine Tesla-Männchen, nicht mehr die drei Panzer hier. Also es ist richtig angenehm geworden, ey. Wenn man mal weiß wie, ne? Wenn man mal weiß wie, Leute, ich sage euch so. Wir können hier ganz in Ruhe unsere Panzerarmee ausheben. Das ist gar kein Problem mehr. Und genau, die Verteidigung haben wir jetzt stehen. Und dann machen wir jetzt gleich mal hier weiter. Machen wir gleich mal den Russen platt. Und da versucht das wieder. Der konnte sogar schießen, aber ist in Ordnung. So, der ballert, die Flachs ballert den platt, ne? Ballert sogar beide platt, ja. Sehr gut. Da kommt er mit Schützen an. Was will er denn mit Schützen? Oh Gott. Die Schützen, die machen auch ganz schön Schaden. Ganz ehrlich. Ah, einfach drüber, oder? Ja, keine Ahnung. Egal, Leute. Gut, dann haben wir hier jetzt eine kleine Armee. Ich sage, ich habe doch hier einen Gummipanzer. Ich habe doch einen Gummipanzer. Mach mal einen Scout. Mach mal einen Scout. Okay, da versucht das mit den Schützen wieder, aber das passt schon so. Der Gummipanzer geht mal erkunden, aber der wird wahrscheinlich eh flöten gehen. Oh, noch nicht mal. Okay, cool, Leute. Wir haben jetzt nämlich ein paar, hier unten wieder, ne? Oh, aus Versehen. Ups. So. Leute, ja, die alte Grafik, ne, das ist, boah, die alte Grafik sieht so hässlich aus in dem Remaster-Vergleich, ey, das ist unfassbar. Und ja, Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut, ich nehme es an einem Sonntagabend auf, tatsächlich. Boah, der kann da hinten nicht schießen, ist das geil, Leute. Kann er sogar noch weiter? Ne, der kann nicht weiter. Gut, egal. Ich nehme es am Sonntagabend auf, weil ich am Wochenende keine Zeit gefunden habe tatsächlich. Und ja, würde ich sagen, der kann die mal weiter beschädigen hier. Gut, das ist schon mal gut, weil dann kommen die nämlich beschädigt hier an. Und ja, wie gesagt, momentan ist wieder ein bisschen Corona-Action hier angesagt. Aber ja, meine Güte, kann man nichts dran ändern. Ja, das ist einfach so. Man muss ja nicht unbedingt nach Berlin fahren. Ne? Zur dummen Deppendemo. Aber gut, Leute, das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir bauen hier unsere Armee weiter fertig. Und da würde ich sagen, wenn der Panzer jetzt fertig ist, gehe ich immer greife hier los. Und ich hoffe mal, liebe Leute, dass ich jetzt keine Rückkopplungsgeräusche mehr hier drin habe. Ich habe es schon extra leise gemacht, das Spiel, und das Mikro ja, weit vom Ohr weg, sodass das eigentlich passen müsste. So, speichern, Mission 15, add-on. Weil dann können wir vielleicht sogar noch was anderes sehen hier in dieser Folge. Das wäre doch mal geil, oder? Anstatt diese Kack-Mission hier. Wirklich. Wie gesagt, der Radar war wirklich der Schlüssel. Weil als wir den Radar platt gemacht haben, hat man sofort gemerkt, wie die Verstärkung weniger wurden. Genau. Wieder diese geile Mucke hier, ey. So. Das Schiff hilft uns ein bisschen, das ist ganz gut. Und fahrt nicht da rein, seid ihr bescheuert? Doch, jetzt könnt ihr reinfahren. Jetzt kommt er rein, jetzt kommt er nämlich raus hier. So. Mach diesen Raketenwerfer platt und diese Tesla-Schule platt. Ja, dann haben wir direkt unsere Action hier. So, zack. Tesla-Spulen sind weg. Die Flammentürme weg. In dieser Mission braucht man tatsächlich Kampfpanzer, weil sonst wird das schwierig. Da ist nämlich noch eine Tesla-Spule da oben. Seht ihr das da? Da ist noch eine Tesla-Spule.
So, mach den kaputt jetzt hier, los. Kaputt machen, alles kaputt machen. Bau, wegmachen, los. Und hat schon alles verkauft, oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat schon alles verkauft. Was soll das denn? Okay, geil. Geil, Leute. Dann hat er schon alles verkauft hier, der Russe. Wie geil. Oh mein Gott. Ja, dann mach die kaputt, los. Mach den kaputt. Och, du Heilige, das sind ganz schön viele Einheiten. Mach den Panzer weg. Oh, ein paar Artillerien. Gegen die Menniken, ja, ja. Ich mach das Ding platt, oder? Moment. Ich speichere das Ding lieber erstmal nochmal. Bevor wir das Ding hier kaputt machen und das führt zu einem Einsatz fehlgeschlagen. Das reicht sowieso nicht. Ja gut, okay. Dann lass den mal kommen, Leute. Dann werde ich gleich die Artillerie mal hier abstellen. Ich weiß nicht, wo der genau hinkommt. Der kommt hier hin, oder? Nö. Der Sammler. Das ist geil, der Sammler. Ach du Kacke, Leute. Der Sammler hier. So, die Artillerien. Die eine Artillerie kann da oben drauf ballern. Und der Sammler kurft hier rum. Oh mein Gott, das ist geil. So, Sammler. Lass dich zerstören. Ich glaube, der will einfach den Bunker hier kaputt machen, aber es hat nicht geklappt. So, jetzt noch der eine Artillerieschuss. Und das Mannequin noch. Und dann war's das. Perfekt. Leute, oh, wir haben diese Mission. Oh mein Gott. Gut, sehr, sehr gut. Gut, Leute, währenddessen ein kleiner Schluck hier Apollinaris Limit. Oha. Ach, bestes Getränk ever. Apollinaris Lemon, Leute, ich liebe es. Alles klar, da haben wir die Mission. Geil. Leute. Bonusgalerie freischalten. Oh, das sieht interessant aus. Okay. Oh, 14 Gebäude der Russe, 14 Gebäude wir. Und das Vergleich. Aber es liegt auch, lag halt auch daran, dass wir, ja, dass der alles verkauft hat. Oh, 786 Russen Plagge war. Ja, gut, okay. Gut, Leute, dann möchte ich jetzt aber keinen Spoiler haben, bitte. Ich möchte keinen Spoiler haben. Ich möchte sofort bitte in die Bonusgalerie. Nein, 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 das sieht aber wieder scheiße aus. Gut, was haben wir denn hier? Jim, Überfall auf das Ealer Couch gefüllt. Was? Okay. Was ist das denn hier? Ein Video? Moment, ich mach's mal hier drin. Das sind Sofas. Jim Vasella, Produzent von CNC Remastered Integrated am 3. Januar 2019 das Medienarchiv der Westwood Studios in einem Lagerschrank bei Electronics Arts Los Angeles. Dieses Archiv galt lange als zerstört. Es beinhaltet alle B-Roll-Inhalte, die hier in der Bonusgalerie der Remaster-Version zu sehen sind. Interessant, ne? Wenn man so eine Schatzkammer findet. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde. Exciting, ja, da sagst du es. Gut. Leute, gehen wir weiter in die vorletzte Mission tatsächlich von den Alliierten. Oh mein Gott, harte Verhandlungen in Polen, Leute. Okay, wieder... Ah ne, das war ein grünes Level, ne? Das war kein Schneelevel, das war ein grünes Level. Genau. Sowjetische Truppen haben sich in einer kleinen Stadt verschanzt und drohen damit, alle 5 Minuten eine Geisel zu erschießen, bis alle ihre Forderungen erfüllt werden. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Machen Sie denen das klar. Machen Sie die Geiseln ausfindig, befreien Sie so viele wie möglich und bringen Sie sie in einer nahegelegenen Kirche in Sicherheit. Sobald das erledigt ist, kehren Sie zu Ihrem Absetzpunkt zurück, holen Sie sich Verstärkung und schalten Sie die sowjetischen Truppen aus. Eine Zeitmission. Okay, Leute, da müssen wir Geschwindigkeit auf normal machen. Und eine Tanja, Leute. Eine Tanja. Alles klar, mach den kaputt. Gut. So, wo müssen wir denn hier hin? Ich weiß gerade leider gar nichts. Also, oh. Flammentürme. Russische Einheiten. Gut. Da komme ich aber nicht gegen an. Ne? Finden und befreien Sie die Geiseln. Was ist das da für einer?
wir haben wieder unsere... Ah, was haben wir denn hier? Schaut mal, da ist ein abgestürztes Flugzeug hier. Richtig cool. So, wir müssen also weiter... Oder kann man hier hoch? Kann man hier rein? Nee. Du kannst natürlich auch da drauf schießen, oder? Nee, kannst du nicht. Wie soll ich das denn machen hier, wenn hier überall Flammentöne stehen? Leute. Wo muss ich denn... Da oben, ne? Da oben, Leute. Die halbe Zeit ist rum. Ja, verdammt interessant hier. Wieder eine Sneaky-Mission. Wo sind die Verstärkungen? Oh, da ist ein Sprengwagen. Direkt wegmachen. So, Leute. Wo sind die Verstärkungen? Die sind... Oh. Die Hubschrauber. Ach, die haben die Flammentürme hier platt gemacht. Ach ja, okay. Ja, aber... Da kommen gerade Einheiten. Das ist... Achtung, noch eine Minute. Das verstehe ich jetzt nicht, Leute. Wie soll ich denn da hinkommen? Habe ich das jetzt verkackt? Nee, alle 5 Minuten eine, haben die gesagt, ne? Oh, was macht ihr denn da? Hey. Hier unten ist die Kirche, Leute. Da müssen wir die hinbringen gleich. So, die machen jetzt nämlich einen platt. Ganz genau. Und das... Alter, einfach überfahren. Dieser Dreckspanzer. Sein Ernst? Gut, aber da weiß ich jetzt zumindest schon mal, was wir hier machen müssen, bitte. Wir müssen unsere Tanja hier nehmen und dann direkt da den abknallen, so. Der Panzer, ey. Was soll das denn? Hat da einfach hier meine Tanja überfahren. Dieser Penner, ey, wirklich. Gut, wir müssen also direkt hier rechts hin. Gut, die ballert den da direkt ab. Ja. So, die Flachs muss ich auf jeden Fall kaputt machen, da. Und, ja, Leute, machen wir es einfach nochmal. Dieser Arschlochpanzer da, wirklich. Einfach überfahren, zack. So schnell kann die Mission vorbei sein, wirklich. Ach, dieser Soundcheck, ich liebe ihn. Gut, Leute, dann speichere ich das Ding. Mission 16. Add-on. Meine Güte. Das Add-on zieht sich wirklich in die Länge. Habe ich gar nicht mehr so gerechnet mit. Aber gut, wenn wir diese Mission und die nächste noch fertig haben. So, da kommen die Hubschrauber, die ballern die Flammentürme platt. Sehr, sehr gut. Ja, toll. So. Gut. Wenn wir diese Mission und die nächste fertig kriegen, dann fangen wir mit den Russen an, Leute. Ganz genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Vielen Dank. Ich werde Ihnen helfen, in die Stadt zu kommen. Hey. Hey, Joe. Geil. Cool. Cool, dass du mir hilfst. Vielen Dank. Folgen Sie mir. Ja. Das steht hier oben im Übrigen, was er sagt. Ja, dann mache ich das doch. Och, du Scheiße. Was kommt denn da alles an? Botz, Botz. Den Scheißhund wegmachen. Tesla-Mannequin. Tesla-Mannequin. Oh, Gott sei Dank, ey. Jetzt ist die Luft rein. Auf geht's. Was ist das hier? Baller ich einfach mal drauf. Baller ich einfach mal drauf, liebe Leute. Jo. Gut. Ja, was macht er jetzt? Der läuft uns einfach nur... Oder was? Warte mal. Läufst du nach vorne? Der läuft nach vorne, ja. So, da haben sie einen gekillt. Okay. Oh Gott. Hund! Oh, Hund, Alter. So, aber das passt schon. Oh, wie geil. Oh, gut. Okay. So, Leute. Die hier müssen wir befreien, ne? Ganz genau. Bringen Sie Geiseln in die Kirche, alles klar. Da fährt dieser blöde Panzer. Den können wir direkt platt machen, den Hubschrauber. So. Oh, die folgen mir. Ah, cool. Die folgen mir.
liebe Leute. Die folgen mir. Und was macht dieser Panzer da? Du willst jetzt nicht ernsthaft die Kirche da unten platt machen, oder? Wie soll ich die da vorbeikriegen an dem scheiß Panzer? Moment, ich speichere das Ding einfach mal. So. Ich habe keinen Bock, alles wieder von vorne machen zu müssen. Dieser blöde Panzer geht mir auf den Sack. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, tatsächlich. Was ist mit dieser Truppe? Um Gottes Willen. Ah, shit. Okay. Macht die platt und folgt mir, folgt mir. Kommt, Leute. Lasst euch nicht von dem Panzer überrollen. Oh, Mann. Die lassen sich unbedingt von dem Panzer überrollen. Na gut, egal. Aber wir sind schon mal weit gekommen. Der Panzer überfährt die also einfach. Ich verstehe, liebe Leute. Gut, dann muss ich hier irgendwie... Was ist mit diesem Panzer los? Wieso ist hier ein Panzer? Ach, lass die in Ruhe. Okay. So. Tanja, schießt die ab, bitte. Die scheiß Tesla, wenn ich kenne. Und jetzt kommt der Panzer wieder und überfährt die alle. So, einer ist jetzt noch übrig. Der überfährt die alle. Oder was? Nee. Oh, der ist abgehauen. Oh mein Gott. Leute, es ist einer übrig. Krass. Einer ist übrig. Oh mein Gott. Oh, da oben kommt noch Verstärkung gleich an, ne? Oder? So, hier ist die Kirche. Fordern Sie Verstärkung an. Ja, wie denn? Wie soll ich das denn machen, Mensch? Sobald das erledigt ist, kehren Sie zu Ihrem Absitz. Ah, okay, zu Ihrem Absitzpunkt. Hier war das doch. Genau, hier war das. Ja? Nee, das war hier. Kehren Sie zum Absitzpunkt zurück. So, das war hier vorne, Leute. Boah, was für eine Sneaky-Mission wieder hier. Aber gut. Vorletzte Gegenschlag-Mission, ne? Das ist, ja, ja. Aber ein paar Einheiten kann ich noch platt machen hier. Die Raketenwerfer zum Beispiel und die beiden Schützen. Die kann ich noch platt machen. Ganz genau, Blechbubi. So. Zack. Und zack. So, Leute. Haben wir jetzt hier noch irgendwas hier? So, ich soll Verstärkung anfordern. Dann gehen wir zum Startpunkt. Ja, da, jetzt reden wir mal weiter hier. Der Sprengwagen. Wie mache ich das jetzt am besten mit dem Sprengwagen? Moment. Ich habe Raketentypen dabei, ne? Ich habe Raketentypen dabei. Vier Stück. Verstärkungen sind eingetroffen. Da kommen noch mehr. Mechaniker! Klar doch. Sehr geil. So, dann geht ihr mal bitte hier hin. Und schießt da mal drauf, ja? Ganz genau, die macht... Um Gottes Willen! Shit, Mann. In Ordnung. Gut, egal. Kriegen wir hin. Wir haben einiges an Panzern hier. Müssen wir diese Sachen hier nämlich platt machen da. Bestätigt. Natürlich kommt da wieder ein Minikin raus. Tanja, komm her. So. In Ordnung. Nö, ich kann ja hier die nehmen. Bestätigt. So, liebe Leute. Mechaniker, mach mal den. Ich hab meinen 17er Schlüssel. Genau. Reparier mal den Sprengwagen mit deinem Flaschenöffner. Ja, liebe Leute, der 17er Schlüssel ist ein Flaschenöffner. Ja, das ist ein geiler Spruch von ihm. So, der Sprengwagen kann einfach hier reinfahren. Zumindest kann er das mal versuchen. Lass den da rein. Oh, schade.
Ach, warum kommen denn auf einmal Chronopanzer da an? Ach Mensch, warum kommen da Chronopanzer an und die... Ja, die sind natürlich draufgegangen, ja klar. Nicht auf die Artillerie, Penner. So, mach die ganz. Oh, klick, klick, ganz. Nein, nicht die Manneken. Um Gottes Willen, Leute. Na gut. So, und mach die alle im Arsch. Das ist eine Tesla-Spule. Okay, dann geh mal rein und mach die mal platt. Los. Mach die platt, die Scheiße. Da ist eine Tesla-Spule. Ich fasse es nicht. Ja gut, die Mechaniker sind jetzt natürlich weg. Ist klar. Mann, ich habe ja eine Tanja hier. Die kann das doch Ganze doch platt machen. Hab da ein Geschenk für dich. Ach du Kacke, Leute. Shit. Um Gottes Willen. Oh nein. Verkackt. Oder? Verdammt. Spielladen. Kam da auf einmal ein Sprengwagen angeschissen. Das gibt's ja wohl nicht. Scheiße. Da kam ein Sprengwagen. Oh nein. Hab ich das nicht gespeichert? Oh, das ist übel, Leute. Ich hab's doch gespeichert gehabt, oder nicht? Oh Mann. Ja gut, aber vielleicht, wenn die jetzt schnell laufen. Lauft schneller, seid ihr denn das? Verdammt. Ich hab's nicht gespeichert, ich Vollidiot. Verdammte Scheiße. Dieser Panzer überfährt die nämlich immer direkt. Einsatz gelangt. Ja, dann muss ich das leider nochmal machen, Leute. Dann ist das hier leider die einzige Mission, die wir hier heute sehen. Ich will jetzt nämlich unbedingt mit den Russen mal anfangen. Ja. Tanja, lauf schneller. So. Hey, das ist aber besser. Jetzt haben wir zumindest drei hier gerettet. Oh, wie heißt ihr? Ellie oder was? Ellie? ID. Ja, auch nicht schlecht. Gut. Da ist die Kirche, Leute. Geht rein. Sehr gut. Fordern Sie Verstärkung an, ja. Dann machen wir das Ganze gleich mal ein bisschen geschickter. So, was haben wir denn hier eigentlich noch? Moment, ich speichere es trotzdem mal. Mission 16 Add-on. Einsatz gespeichert. Wir müssen ja eigentlich nur jetzt alles platt machen, ne? Ich guck einfach mal, was hier noch so ist. Ich meine, da ist der Sprengwagen. Ha! Das haben wir schon mal besser gemacht als beim letzten Mal. So, der scheiß Hund da und der Grenadier. Das haben wir besser gemacht als beim letzten Mal, Leute. Oh ja. Das haben wir besser gemacht. Der Sprengwagen kam nämlich angeschissen. Und das war unser Todesurteil jetzt. Was ist das da für ein Typ? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, haben wir es besser. Und ja, dann können wir jetzt in aller Ruhe hier die Verstärkung anfordern. Allerdings... Ja, werde ich auch versuchen, jetzt meinen Sprengwagen ein bisschen besser einzusetzen, Leute. Den werde ich auf die Tesla-Spule schicken. Ganz genau. So, Tanja, geh mal zurück. Den Sprengwagen werde ich nämlich definitiv... Verstärkungen sind eingetroffen. Ja. Den werde ich definitiv auf die Tesla-Spule setzen. Und, ja. Ja, Sir, bestätigt. Melde mich wie bevor. Geh mal hier hin. Kam doch noch eine Artillerie, oder nicht? Ja, da macht es so, genau. Tanja, komm mal her. Wo bleibt meine Artillerie? So, wo bleibt meine Artillerie, Leute? So, da kommen Grenadiere. Ja, da kommen sie. Da kommen meine Artillerien, ja. Ganz genau. So, der macht den weiter platt. Das ist ganz gut. So. Dann gib mir die Kronepanzer. Ach, verdammt. Verdammt. Ja, alles klar. Gut, dann heil den, los. Heil den. Du sollst den heilen. So.
Alles klar, Leute. Ah, perfekt, so. Mechaniker, komm mal raus. Schon gut. Ja, du mich auch, ey. So, mach den Kampfpanzer weg. Den hier auch bitte. Und Tanja, mach mal bitte die Minikin platt. So. Und was? So, liebe Leute. Der Mechaniker... Ach, zu spät. Ja, ja, kommt. Ist jetzt gut, Leute. Wir sind nur Minikin, ne? Dann macht Tanja die platt. Ganz genau. Tanja, mach die alle kalt hier. Los. Du machst bitte die Tanja ganz. Der Mechanobot, mach mal bitte die ganz. So, liebe Leute, dann kann ich den Sprengwagen reinschicken. Alles klar, sehr gut. Der hat weiter zu tun. Setz dich mal im Arsch, genau. Ey, das ist immer, ne? Aber es ist okay, Leute, ist okay. Die Tesla-Spule ist tatsächlich weg. Das ist schon mal echt nice. Gut, dann mach ich diesen Panzer weg. Und ihr kommt mal alle nach. Mit der Tadja mache ich gleich die Gebäude platt. So. So, Tanja. Bestätigt. Sofort. Tanja, komm mal her, bitte. Mach die Gebäude platt. Und ihr macht bitte den Sammler platt. Ganz genau, Leute. Man muss das echt ein bisschen taktisch hier angehen. Und... ich weiß es nicht. Vielleicht schaffen wir das noch. Vielleicht schaffen wir das noch. Schieß mal da oben mal drauf. Oh Gott. So, da. Wegmachen. So. Perfekt. Leute, oh, da kommt noch ein Panzer. Bratz, bratz. Der fährt einfach über die, das Stacheldraht drüber. Ja. Dann macht ihr den jetzt kaputt, ja. So, was hat da noch der Russe? Der hat eigentlich nichts mehr, ne? Nur diesen Panzer da. Ist ja eigentlich eine einfache Mission, oder? So, dann macht ihr das mal kaputt da. So gut. Mehr haben wir ja eigentlich. Was habe ich gesagt? Mehr haben wir nicht. Ist noch ein scheiß Panzer da unten. Alle bitte. Wie die ihre Kameraden immer im Stich lassen. Er ist unfassbar. So, Tanja. Oh, ein Flammenturm. Ja, gut, dass du da drauf schießt, Kollege. Wirklich. Da ist noch ein Flammenturm. Den hätte ich fast übersehen. Gut. Dann mach den mal kaputt. Wenn da jetzt ein Mannequin wieder rauskommt. Nein, sehr gut. Dann haben wir das Ding, oder? So. Mach das Ding im Arsch. Ah, ach du Scheiße, Tesla-Mannequin. Okay, ach, das ist die Truppe von eben, oder was, ne? So, mach die mal kaputt. Die kriegt er noch kaputt hier, ja, ja. Die kriegt er noch kaputt. Das war's, geil. Perfekt. Geil, Leute. In einer Folge zwei Missionen geschafft. So muss das laufen. Die anderen Einheiten habe ich gar nicht gebraucht. Ne? Geil. Perfekt, Leute. Bonusgalerie freischalten, abschließend harte Verhandlungen. 112 Russen platt gemacht, oh mein Gott. Gut, cool. Leute, dann gucke ich mir die jetzt noch an. Und dann haben wir tatsächlich in der nächsten Folge die allerletzte Mission vom Add-on. Ich bin begeistert. Dann bin ich wirklich mit der Alliierten, beziehungsweise mit einem Viertel fertig des Spiels. Aber ja, gucken wir uns das erstmal nochmal an. Hintergrundillustration aus Alarmstufe Rot. Beta-Cam-Aufnahmen der Videosequenzen für Alarmstufe Rot Gegenschlag. Am 3. Januar 2019 in einem Lagerschrank bei Electronic Arts in Los Angeles entdeckt. Cool, da sind die Cutscenes drauf. Oh mein Gott. Die anderen Cutscenes, sehr gut. Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal gibt's die allerletzte Mission. Was ist das denn hier? Missionsauswahl. Gibt's die allerletzte Mission von den Alliierten? Molekulare Kriegsführung. Oh mein Gott, das hört sich echt scheiße an. Gut, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.